Auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Schützen, Schütze-Aszendenten. Und solltest du Planeten im Schützen haben, wie Mond, Venus etc., schaust dir an, sind vielleicht ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox gehen. Dort ist meine Website und du kannst mich sehr gern kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine lieben Schützen, willkommen im Juli. Der Sommer hat begonnen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Aber es war abartig heiß jetzt. Wa? Jetzt hat sich mal wieder ein bisschen abgekühlt. Aber es wird ja wieder. Was bringt uns der Juli? Der Juli bringt uns ein bisschen mehr Vitalität, ein bisschen mehr Energie. Ja, also man hat wieder Lust, irgendwie was zu planen, vorwärts zu gehen. Das kann alles sehr erfolgreich werden. Man hat diesen Optimismus, den habt ihr ja sowieso. Und was ist noch diesen Monat? Also dieser Monat ist auch so geprägt von viel, viel Liebe. Das ist nur einfach mal so, weil der ganze Sommer ist so. Jetzt ist die Venus noch im Krebs, dann geht sie in den Löwen, dann wird es ein bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen homo. Aber es ist eine wundervolle Energie. Also ihr könnt euch verlieben. Ja, es kann sein, dass Beziehungen in eine Verbindlichkeit übergehen, dass man erkennt, also das ist das Richtige. Kann aber auch sein, dass man merkt, weil Neptun es geht rückläufig in den Fischen und Saturn ist rückläufig in den Fischen. Und das ist immer so, dass der Nebel, der Schleier gelüftet wird, dass man sagt, ja, bin ich jetzt, war das ein Traum? War das wirklich das, was ich wollte? Kann das funktionieren, Realität? Nicht nur in der Liebe, in allen Bereichen, dass so ein bisschen der Schleier abgenommen wird, ne? Dass du prüfen kannst, von was träume ich? Kann diese Träume auch wirklich real werden, ja? Und wenn das so ist, dann kannst du dranbleiben, ja? Aber du siehst das ein bisschen mit anderen Augen, das ist aber eine gute Energie. Und Neptun ist natürlich unser, alles im Fischenrücken, das ist Wasser, ja? Also wir werden nochmal so, ja, es ist, kann sein, dass wir wieder, das ist höchstwahrscheinlich sogar so, dass es wieder so eine Unwettersache kommt mit Orkan und mit Hochwasser und mit Hagel und sowas. Und für alle die, die das durchgemacht haben, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt das gut überstanden, ne? Das ist die Hauptsache. Weil ich habe das auch volle Kanne mitgekriegt, bei mir ist das drüber gezogen und ich habe noch nie so riesen Hagelkörner gesehen, sag ich ganz ehrlich, da wird es der Himmel Angst. Ne? Und dann ist halt alles verwüstet draußen. Ne? Also Garten war mal so in dem Sinne. Es steht noch einiges, aber wo man dann sagt, ich habe mir so eine Mühe gegeben, ich habe Erdbeerpflanzen, ich habe das und zack, weg war es. Ja? Und alles windschief und man ist noch am Aufräumen. Aber wisst ihr was? So eine Naturereignisse sind irgendwo so, dass du merkst, ja, das Wichtigste bist du, dass dir nichts passiert, ja. Ja klar ist das Materielle, du stehst erstmal da, ne, und denkst, boah, ey. Aber die andere Seite ist, du bist gesund, ja, du kannst dir alles wieder neu erschaffen. Und das ist wichtig. Und gegen Naturkatastrophen können wir nichts machen. Das ist die Mutter Natur. Ich sagte, ich möchte jetzt mal einen Regenguss runterschicken und dann schickt sie runter, ja? Oder ein Erdbeben oder irgendwas, was willst du da machen? Ja? Also das sind halt so eine Sachen, deswegen auf sich selber zu vertrauen und zu wissen, mir geht's gut, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Saturn in den Fischen rückläufig, das ist Karma. Das ist sowas, na, wo wolltest du dich denn nicht entscheiden? Hm? Wo bist du denn so ein bisschen rum? Habe ich ja genauso gemacht. Ne? Wo bist du denn so ein bisschen rumgeeiert? So, draußen, wo das kam. Ne? Ich wollte vorher schon vieles verändern. Und habe gedacht, naja, wenn du das so, da ist das ein bisschen geschützter und. Ich habe es nicht getan. Ne? Ich habe gesagt, das machst du später mal. Das machst du alles später mal. Nur, zack. Ja, jetzt kann ich mal neu umgestalten. Hat auch was für sich. Aber alles das, was du verdrängst, was du dir nicht angucken willst, auch deine Emotionen vielleicht, oder andere Dinge, das wird dir jetzt immer wieder serviert. Triff mal eine Entscheidung. Was willst du denn eigentlich? Ja, jetzt kommt sowas, dass du eine Entscheidung treffen sollst. Ne? Und Karma ist ja immer so, geh gut mit dir um und mit anderen, dann kriegst du auch Gutes zurück. Und vielleicht kriegst du wahnsinnig viel Gutes zurück. Mitte des Monats sollte man mal ein bisschen achtsam sein. Da kann das auch mit dem Wetter passieren.
Da haben wir so eine Mars-Energie und das ist so, da kann man manchmal eine Sicherung durchknallen. Ja? So was, auch im Außen wird man das merken. Und ihr seht ja, was so im Außen ist. Wir werden das jeden Monat jetzt irgendwo miterleben. Das sind so diese Kämpfe noch, ne? Also so, ich sage immer so, die Kämpfe der alten Männer, ne? Nein, das wird so gemacht und das. Und wenn ihr merkt, ihr habt auch so eine Energie, so Streitenergie, so, na, das wird so und das. Setzt diese Energie einfach in eure Projekte, in eure neuen Sachen, die ihr machen wollt. Sucht euch ein Hobby oder irgendwo, setzt die dort ein, aber geht nicht in so eine Kämpfe rein. Ja, weil normalerweise der Monat bringt auch viele Versöhnungsenergien, ja, dass man wieder sich versöhnen kann mit jemandem. Und das ist schön und nicht diese Kämpfe. Und das ist nur eine kurze Zeit. Ja, man sitzt aus, sag ich immer so, ja. Lasst euch nicht davon irgendwo irritieren. Jetzt wollen wir mal gucken, was das Thema für euch diesen Monat ist. Oh, ihr braucht mal Zeit für euch, ne? Ihr braucht mal kurze Zeit für euch. Zufluchtsort. Ungestörtheit, unverletzte Privatsphäre, Respekt vor Grenzen und Tabus. Zeit für sich selber, ja? Zeit für sich selber. Vielleicht ballert so vieles auf euch ein, wo ihr sagt, ich muss einfach mal Zeit für mich haben. Ich möchte, dass meine Grenzen respektiert werden. Ich möchte einfach, dass meine Grenzen respektiert werden. Es war zu viel, man war vielleicht zu ausgelaugt, zu viele Aufgaben und was so alles anlag, ne? Und man braucht mal Zeit für sich. Das ist aber was Schönes, ne? Und die Unterkarte ist Empfänglichkeit. Erlaube dir zu nehmen und zu geben. Ja, erlaube dir auch mal zu nehmen, erlaube dir mal zu empfangen. Das hast du dir verdient. So, und was ist denn hier? Wir gucken mal, Zufluchtsort, Privatsphäre. Ja, du willst einfach für dich sein. Mach Urlaub, Bestes, mach Urlaub. Ja, genieß einfach mal. Ja, tanke Kraft. Da wirst du wieder vital. Also das ist auch ein guter Monat, wirklich um Kraft zu tanken. Man kriegt irgendwas geschickt, ne? Dass man sagt, ich habe wieder Energie. Dann wollen wir mal gucken, was das Thema dazu ist. Eine bitte. So, was haben wir denn? Leidenschaft. Ja, wann hast du dir, als Schütze brauchst du doch mal diese Leidenschaft, das ist doch wichtig. Nimm dir Zeit für das, was dich tief in deinem Inneren berührt und lebendig macht. Genau das ist es. Mach Pause. Ja, vielleicht ist zu viel auf dich eingeballert. Du kannst überhaupt nicht mehr, was berührt denn dich überhaupt noch? Was macht dich lebendig? Was ist dein Jungbrunnen? So nenne ich das immer. Ja, Hoffnung. Der feste Anker deiner Seele ist Hoffnung. Ja, du hast die Hoffnung. Ja, dann zieh dich zurück, tanke Kraft und dann kannst du wieder leidenschaftlich an Dinge rangehen, ja. Man ist ausgelaugt vielleicht, das kann durchaus sein, ja. Und dieses, das, es kann vieles sein, ja. Aber wir wollen erstmal gucken, was die Themen für euch sind. Aber trotzdem kriegst du deine Leidenschaft wieder zurück, ja. Was macht dich lebendig? Vielleicht hast du das ganz vergessen, ja, weil du zu viel zu tun hattest, dich gekümmert hast. Habt ihr alle das Ast des Herbstes? Habt alle fast, also Wahnsinn. Ja, habe ich jetzt bei vielen gehabt, als ob hier irgendwas kommt. Der Herrscher, hier kommt jemand. Du hast es mit jemandem zu tun, der schon was aufgebaut hat, dich vielleicht mitziehen will. Ast des Herbstes, also habe ich bei vielen jetzt gehabt. Ein unerwarteter Glücksfall in Bezug auf Geld, Rat oder Unterstützung. Ein erfolgreiches Projekt, eine erfreuliche Veränderung in deinem Beruf. Hier kommt was Schönes rein. Und hier kriegst du auch wahrscheinlich Unterstützung von jemand. Ja? Kann sein, dass du Geld kriegst. Aber das hier habe ich auch bei vielen. Information, die dir helfen kann, doch schwer zu akzeptieren ist. Die Wahrheit in liebevolle Worte fassen. Und das ist sowas, als ob du auf was Neues aus bist. Entweder musst du jemand sagen, dass du das nicht mehr so weitermachst, dass du dich zurückziehst, dass du neue Sachen in Angriff nehmen möchtest. Oder das ist so dein Innerliches, dass du was erkennst, dass du sagst, das geht nicht mehr. Ja, dass das aber schwer zu akzeptieren ist, weil du hast immer diesen Weg gewählt und jetzt merkst du, das geht so nicht mehr. Ja? Und vielleicht muss man dann irgendwie auch einen Arbeitsplatz wechseln oder irgendwas in der Art machen. Wenn du das tust, ja, hast du eine der besten Karten. Und das wird alles wieder. Wünsche werden wahr, Träume erfüllen sich, eine magische Zeit im Leben. Ist das nicht wunderbar? Wünsche erfüllen sich, Träume, du kriegst Unterstützung hier. Aber ich sag mal so, vielleicht musst du eine Kurskorrektur machen und musst wirklich mal dieses, wenn es zu viel war und du merkst, das ist nicht mehr deins, du bist gar nicht mehr lebendig dabei, du bist wie ausgelaugt, ja? Es dödelt so dahin. Und hier kommt aber was, was dich wieder
hochhebt. Und das ist wunderschön. Du kriegst Unterstützung, ja? So, jetzt, und deine Lebendigkeit kommt hervor. Wir fragen die Astro kurz, was damit zusammenhängt. Was ist das, was ist hier? Geld? Ist es Geld oder was ist es? Das waren zu viele. Ich möchte eine bitte. Eine einzige möchte ich. Eine. Kriegen wir. Wetten? Klar. Ach, oh. Also hier machst du eine große Veränderung und das kommt bei vielen, aber das ist nicht schlimm. Transformation, Wandel, Leidenschaft. Leidenschaft, schon wieder Leidenschaft. Was möchtest du in deinem Leben transformieren? Wo bist du mit Leidenschaft noch dabei? Wo bist du, wo blühst du auf? Wo fühlst du dich lebendig? Ja? Hier kriegst du Unterstützung von jemandem, der dir hilft, den neuen Weg zu gehen. Da hilft dir jemand, dass du das wieder hervorholst. Was musst du denn hier in liebevolle Worte packen? Was ist denn das? Ja, das hat was damit zu tun. Du willst noch was dazu lernen. Ja, vielleicht willst du irgendwas lernen oder willst irgendwas machen und du hast Angst, es zu sagen. Weil du musst das nett verpacken, dass du einen neuen Weg gehen willst, dass du was anderes noch machen willst. Und dann sagt jemand zu dir, bist bescheuert? Ja, ist ja meistens so, das kannst du jetzt nicht machen, das geht nicht. Und das musst du nett verpacken, habe ich so den Eindruck. Egal, ob das deine Kollegen sind, dein Chef oder irgendjemand. Ja, weil deine Leidenschaft ruft hier noch nach was Neuem. Also, oder du willst noch was dazulernen. Also, ein Schütze ist immer ein Entdecker. So habe ich euch betitelt und so seid ihr auch. Ihr seid immer wissbegierig. Ihr braucht immer Nahrung für euren Geist. Ihr müsst immer irgendwas haben, was ihr dazulernt, wo ihr euch kundig macht. Das ist wichtig für euch, ja. Stagnation, da werdet ihr depressiv. Echt jetzt, ne? Da werdet ihr ausgelaugt. Da seid ihr fertig mit der Welt, ne? Aber hier kommt jemand und hilft euch. Leidenschaft muss wieder her. Träume werden wahr. Wünsche erfüllen sich. Eine magische Zeit. Du glaubst nicht daran, du glaubst nicht daran. Der Montag ist gefallen. Vielleicht grübelst du zu viel. Montag waren früher Mondtage. Und der Mond sagt, bleib ausgeglichen und grüble nicht so viel an einem Montag. Und deine Seele schreit nach irgendwas. Ja? Und du denkst, kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Aber wenn du es tust, dann ist das ganz einfach so, dass du glücklich sein wirst. Mach's doch einfach. Wer will dich davon abhalten? Du bist der wichtigste Mensch im Leben. Du, niemand anders. Vielleicht willst du ein neues Hobby machen oder so. Und du hast so Bedenken und du hast schon jemanden, der vielleicht sagt, wir machen das gemeinsam, ich unterstütze dich, ja? Das ist doch fantastisch. So, jetzt wollen wir mal gucken, was das Tarot zu euch sagt. Was sagt das Tarot zu euch? Oh. Drei. Naja, ich sehe schon so ungefähr, was haben wir? Ein Page der Schwerter, du bist neugierig, du willst gucken, du willst erstmal beobachten, ja, das ist so auch eine Lernkarte, das ist eine Lernkarte, ja, aber du hast ein bisschen Angst, du hast auch zu viel Belastungen, ja, ich muss erstmal gucken, was alles gefallen ist. Nee, bitte, was ist bei euch los? Ritter der Schwerter, hier kommt vielleicht irgendwas. Ja, da kommt vielleicht irgendwas, irgendein Gedanke kommt oder kommt eine Nachricht, was eigentlich du, wo du denkst, also da kann dir jemand was schreiben, egal was, oder kann dir jemand was sagen auf Arbeit oder so. Und das ist so knallhart, ja. Und irgendwie denkst du, bin ich hier im falschen Film. So ungefähr, du hast das gemacht, jetzt kommt noch das und jetzt kommt noch das und das muss noch erledigt werden. Das muss auch noch erledigt werden. Da ist nichts mit nett oder so. Zack, 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 erledige deine Aufgaben. Du willst einfach nur dich zurückziehen. Du willst jetzt den richtigen Weg aus der Misere finden, weil dich das nervt. Weil hier nichts mehr mit liebevoll ist, mit Leidenschaft oder irgendwas. Das ist so Kopfkino, ja? So, mach das jetzt, ja? Der Eremit ist aber sehr gut. Das ist der weise Lehrer. Vielleicht willst du was lehren, ne? Haben wir ja immer schon bei euch gehabt. Du denkst über neue Ziele und Pläne nach. Vielleicht über eine neue Zusammenarbeit. Über ein neues Hobby, über neue Sachen, die du gerne machen möchtest, ja. Das ist hier sowas, du willst ja hier was aufbauen, das liegt schon hier, ja. Das ist so, dass man hier so sich was Kleines erstmal vielleicht oder noch was anderes dazu nimmt. Du willst was, ja. Aber irgendwie hast du eine Traurigkeit und du denkst, das ist für dich nicht gemacht. Irgendwie bist du traurig, du bist traurig. Sieht mich niemand, ich bin kaputt, respektiert mich niemand. Das ist auch so Respekt, deine Privatsphäre. Dass man über Grenzen geht, weißt du, dass man dir vieles aufbürdet und sowas, ne? Und das ist sowas, du hast gar nicht mehr das Gefühl,
dass das für dich gemacht ist, ja? Oder du willst eine Zusammenarbeit, jetzt mal das andere, du möchtest eine Zusammenarbeit mit jemand, ja? Und man redet vielleicht drüber und du überlegst, ne? Dir wurde was angeboten, du willst den richtigen Weg finden, die Zusammenarbeit, und dann sagst du was dazu, ja, das wird abgelehnt. Natürlich macht dich das traurig, ja? Dass du das, was du eigentlich wolltest, nicht machen kannst, ja? Oder wo du dachtest, das ist der richtige Weg. Also du nimmst einen neuen Weg, ja? Du kriegst aber hier Unterstützung, glaub mir das, ja? Was ist denn das hier mit dieser Nachricht? Die Nachricht ist gar nicht mal so schlecht. Nö, die Nachricht ist nicht schlecht. Die Nachricht ist der, hier unten aber wieder, die kommt aber so rüber. Das ist so, hier kommen viele positive Nachrichten, ja? Vielleicht konntest du das auch nicht so rüberbringen, ja? Aber hier kommt viel auf dich ein, aber hier kommt noch was anderes. Hier kommt was anderes. Das hier, das ist vielleicht die Situation, wo du immer wieder was drauf kriegst und machst du das noch und alles sowas, ne? Wo du eigentlich auch gar nicht mehr kannst. Und auf einmal kommt so jemand, das ist wie hier oben, hier kommen auf einmal viele positive Nachrichten und die kommen von weiter her. Hier wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Als ob hier was ist, wo dich jemand unterstützt, ja, wo du was Neues machen könntest, was sehr positiv klingt, aber wo vielleicht eine Entfernung eine Rolle spielt, wo du vielleicht woanders hin müsstest, wo vielleicht was ist, wo du sagst, naja, kann ich mir nicht vorstellen, weil der Wagen, Harry hat den Wagen vorgefahren, steig ein, nimm das Steuer in die Hand, ja, das wird erfolgreich, ja, das wird sehr erfolgreich, du musst aber drüber nachdenken. Du kannst das nicht so einfach, ne? Du musst drüber nachdenken, aber das wird sehr erfolgreich sein, ja. Also das ist eine schöne Energie, muss ich sagen, ja. Was ist denn der Eremit? Du ziehst dich zurück, ja. Vielleicht ist das alles zu viel, also schön, um wahr zu sein, sag ich mal so, ja. Hier ist irgendwas, wo ich dir sage, du hast Visionen, du hast Träume, du musst dich zurückziehen. Aus dem einfachen Grund, du hast zwei Wege vor dir und du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst. Hier schlummert noch was anderes in dir. Es kann sein, dass du eine Begegnung mit jemand hast aus deiner Vergangenheit, ja, ein alter Kollege oder irgendwas in der Art, der hier auf dich zukommt, ne? Wo du gar nicht mit gerechnet hast. Das heißt, ich muss mich erstmal zurückziehen, also ich muss erstmal drüber nachdenken, ob ich das machen will, ja. Vielleicht will mit dir gemeinsam jemand was machen, einen alten Kindheitstraum erfüllen. Sowas kann das sein, ja? Drei der Münzen, Zusammenarbeit, ja, das ist, wow. Ach, jetzt ist mir alles klar, warum. Die Sonne ist die Unterkarte, das wird strahlender Erfolg. Hier brennt schon was. Das ist so, das ist ein Neustart vom Feinsten. Das wäre das Potenzial, was du haben kannst, ne? Das wäre das Potenzial. So, und das ist jemand, der plant sehr gern. Der hat Strukturen, der Mensch. Der sagt, der ist Coolman. Coolman ist im Kopf. Das ist nur einfach mal so, ja. Der ist nett und der ist lieb und der kann es nicht so rüberbringen. Wenn, macht der auch einen strategischen Plan, ja. Der hat genauso Feuer gefangen wie du. Hier will dich jemand unterstützen, ne? Aber der ist eben der Planer und der Stratege, ja. Und du darfst das Kreative ausleben. Das ist nur einfach mal so. Aber es geht irgendwie. Warum bist du traurig? Du hast eine emotionale Traurigkeit. Warum? Du machst dir Sorgen, der Mond schon wieder. Ja, und der Turm. Ach, eine Freude, dass der Turm kommt. Der lässt das zusammenkrachen. Der lässt das endlich mal zusammenkrachen. Du glaubst nicht mehr an dich. Du bist enttäuscht worden schon mal. Oder du hast Angst vor Enttäuschungen. Eigentlich ist das mehr die Angst vor Enttäuschungen. Du grübelst so viel, du sagst, das kann nicht wahr sein. Also ich habe genug andere Sachen erlebt. Du hast hier auch einiges erlebt, ne? Deswegen brauchst du auch deinen Zufluchtsort. Weil hier kommt dann noch immer was anderes und du sagst, das ist alles schön, um wahr zu sein, aber du hast hier noch was Altes, was du noch nicht verarbeitet hast. Der Mond und das hier, das ist sowas, der Mond ist immer so, deine Seele sagt dir schon was, aber der Mond ist auch so Ängste. Ängste, wie geht es weiter? Ich kann mir das nicht vorstellen und kann das funktionieren? Das ist so, wenn du so kaputt bist, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie erfolgreich du sein kannst. Und du bist sehr erfolgreich und Schütze ist immer erfolgreich, ja? Also, und das sind nur deine Gedanken. Das sind deine Gedanken, die dich davon zurückhalten, den Weg zu gehen. Aber wenn unser Türmchen kommt, unser Türmchen und dann die drei der Stäbe,
Da steht man dann schon da. Da macht man einen Plan. Wie Egon von der Olsenmatte. Der stand auch immer. Der hat einen Plan gemacht. Und da muss jemand kommen und sagen, komm, wir ziehen das Ding durch. Ja? So was ist hier. Man muss es auch mit Humor nehmen. Wirklich. Ja? Träumst du von was anderem oder kannst du es nicht annehmen? Was ist das? Oder denkst du, du bist nicht gut genug? Oh, ist das schön. Du hast Pluto ganz extrem. Transformation vom Feinsten. Ne? Transformation vom Feinsten. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich freue mich ja das so richtig, wenn das Negative alles mal so kommt. Wisst ihr, was hier ist bei euch? Jetzt kommt das alles, ne? Hier ist was Neues. Ich mache dann weiter. Aber ich zeige euch mal, was hier ist. Du glaubst überhaupt nicht mehr an dich. Du träumst vor dich hin und du denkst so, ja, alles schön und gut. Alles schön und gut. Das ist eine Riesenchance, ja. Aber was hast du denn bisher? Und das liegt alles hier, ja. Viel zu viel Belastung, viel zu viel Quatschen rein. Irgendjemand sagt dir, das ist doch eine Luftblase, das ist doch eine Illusion, geh doch dem nicht nach. Was soll denn das, ne? Du hast an irgendwas geglaubt und jetzt irgendwie merkst du, das kann alles nicht funktionieren, ja? Also das ist aber was Altes. Das hier, was hier kommt, ne? Das kannst du bloß noch nicht annehmen. Das ist alles. Weil du brauchst erstmal Zeit für dich. Du brauchst Zeit für dich. Hier hat man dich ganz schön ausgelaugt. Viele Diskussionen, viel Arbeit, Last und Bürde. Ja, also, dass du kaputt bist, kann ich mir vorstellen. Und dass da überhaupt keine Leidenschaft mehr da ist, kann ich mir auch vorstellen. Viel zu viel Arbeit. So, und da ist man dann so, ich sag mal so, Stillstände, viele Stillstände. Vielleicht hat auch irgendwas mit dem Geld geklemmt. Alles sowas. Und du guckst nur und sagst, oh, ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Ja, die Energien sind so. Ja, man ist so in Geiselhaft. Man denkt so, boah, ey, wie soll das anders werden? Und auch wenn das jetzt kommt, dann passiert mir das wieder. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Wenn du eine Veränderung in deinem Job willst, vor allen Dingen. Unser kleiner Tut sagt, das hört auf. Du transformierst dich vom Feinsten. Das hört auf. Ja? Weil das ist ganz schön. Jetzt brauche ich mich auch nicht wundern, warum du erstmal Ruhe brauchst. Warum du Ruhe brauchst, mal Erholung brauchst, damit du wieder Leidenschaft, damit du dich wieder lebendig fühlst. Weil hier ist ganz viel, was auf dir abgeladen wird und was du tust. Ja? Und das hört auf. Du transformierst dich. Du denkst an dich. Und das ist schön. Zieh dich zurück. Ja, ist doch vollkommen egal, mach doch einfach mal 3 Tage, der muss doch nicht ewig. Mach 3 Tage irgendwo, ja, nimm dir was ganz allein, ja, und dann nimm dir irgendein Hotel oder nimm, wenn du das nicht willst, in eine Ferienwohnung oder irgendwas. Aber hau 3 Tage ab und wenn es geht, in die Natur, ja, und kein Handy, nix, damit du den Kopf mal wieder frei kriegst, ja, damit du nicht so, damit du überhaupt mal wieder die Chancen ergreifen kannst. Was kommt danach? Das ist jetzt spannend. Ne? Was kommt danach? Na? Und das ist doch das, was das Leben ausmacht, meine Sonnenscheine. Das ist das, ja? Das ist das. Noch eine und dann ist gut, ja? Aber das wollen wir ja wissen. Es nützt ja nicht, wenn man... hier kommt Gerechtigkeit in dein Leben. Hier kommt der Herrscher, den hat man ja mehrfach. Hier kommt irgendein Mensch in dein Leben, der oder kennt man sich, keine Ahnung, das weiß jeder von euch selber, der sein Zepter irgendwo in der Hand hat, der dich mitzieht, der sagt, komm, ich mach das mit. Komm, ich nehme dir irgendwas ab. Komm, mach mit mir das Ding. Vielleicht ist das derjenige und der sagt dann, los jetzt. Ne? Ich habe für alles Verständnis, aber jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Ja? Hier ist was, wo ich dir sage, das ist auch dein Weckruf, dein Weckruf. Bitte, hör auf deinen Weckruf. Mach Pause, hör auf deinen Weckruf, transformier dich und hab wieder Vertrauen. Fühl dich wieder lebendig, ja? Fühl dich wieder lebendig. Vielleicht musst du reisen. Das ist ganz wichtig für dich. Ja, wenn ein Schütze nicht reist, Gottes Willen, ne? Die Gerechtigkeit soll wieder in dein Leben kommen. Die Waagschale ist ausgeglichen. Und dann habe ich, es fängt ganz klein an, aber sehr, sehr liebevoll. Wirst dich sehr wohlfühlen. Das ist Harmonie pur ist das eigentlich. Und sehr liebevoll wird hier mit dir umgegangen. Und nicht anders, weißt du? Ja, und das ist ein Mensch, der kann dich mitziehen. Und der weiß, wie man was aufbaut. Der unterstützt dich. Hier kommt Unterstützung in dein Leben. Wunderbar. Aber hier bist du ganz schön, hat ganz schön was mitgemacht. Und da kommt was Neues. Das kannst du noch gar nicht so greifen. Ja, sagst du mal, Pause mal. Das ist mir alles zu viel jetzt.
Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Aber trotzdem, ihr müsst immer so sehen, das kann auch schon gewesen sein, ja? Dass man sich so zurückzieht und dass man das hat stagnieren lassen, dass man erstmal eine Pause brauchte, dass das schon lange kreiselt, dass man mit jemand gesprochen hat, ja, und dass das jetzt alles in Aktion tritt, ja, weil du wieder mehr Energie kriegst, mehr Kraft, weil du vielleicht Urlaub gemacht hast oder dich zurückgezogen hast. Glaub an deine Träume. Glaub an das, ja. Und wenn es einen Realitätscheck gibt und du sagst, das kann ich verwirklichen, dann ist es genau das Richtige. Und vertrau mal deiner Intuition. Wenn es sich gut anfühlt und du bist mit Freude dabei, dann ist es das Richtige. Wahnsinn, ne? Liebe, boah, brauchst mal Pause irgendwo. Hier überschreitet immer jemand deine Grenzen. Ja, da ist keine Leidenschaft mehr groß. Das ist so, ich sag mal so, als ob du Pause, als ob du, du willst deine Träume erfüllt haben, aber irgendwie willst du was verändern. Du willst das nicht mehr so, wie es war. Du merkst, dass dich das auslaugt irgendwo, weil du dich nicht lebendig fühlst. Du sollst dich wieder lebendig fühlen. Hier kann irgendwas gewesen sein. Ich sag mal so, hier kann was auf dich zukommen. Aber ich glaube, bei euch ist es so, dadurch, dass du viel, viel zu tun hattest oder irgendwas Altes noch verarbeiten musst, ja, oder irgendwas noch in deinem Kopf kreiselt, kannst du das Neue noch gar nicht zulassen oder das, was auf dich zukommt. Kann auch sein, du kennst diesen Menschen, ja, dass du noch mit anderen Dingen zu tun hast und dass du so in deinem Rückzug bist, dass das eine Weile braucht, ehe du das zulässt. Du brauchst erstmal Pause für dich. Du wirst dich aber, ja, du wirst dich verlieben. Also, kannst du machen, was du willst. Das ist eine große Chance für dich, ja. Das kommt so wie aus der Kalten, ne. Ja, und man kann sich da schon vorstellen, was aufzubauen, dass Unterstützung dabei und, ja. Vielleicht, ich sag mal so, vielleicht ist das ganz anders, als wie du das kennst. Du bist so ein bisschen in deinem Rückzug, ja. Also du bist jetzt nicht so, du bist ein bisschen in deinem Rückzug, ne. Ja, und das ist so, du hast so Visionen, alte Wege. Vielleicht ist das auch ein Mensch, den man kennt und denkst so, was passiert hier? Ja, und man kann sich schon was vorstellen. Man kann sich schon was vorstellen, ja. Gemeinsam sich was aufzubauen und gemeinsam das Ding zu machen. Da ist so viel Leidenschaft, das ist mega. Aber der ist halt ein bisschen cool, man. Der ist ein bisschen kühl, habe ich so den Eindruck, ja. Der kann vielleicht seine Emotionen nicht so zeigen, ne. Der zeigt es auf andere Art, ne, sag ich mal so. Aber für einige ist es auch so, dass hier was gewesen ist und hier war eine Person zu viel, ne? Und dass man ganz viel Energie reingesteckt hat und dass man irgendwas erfahren hat und da war eine Person zu viel und das war ein ganz großer Herzschmerz und man traut gar nicht mehr zuzulassen. Ne? Das ist aber nur für einige. Für die anderen ist es so, da schwingt noch was Altes mit, weil mal was zu Ende gegangen ist oder deine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ja, und entweder konntest du nicht annehmen oder der andere konnte nicht annehmen oder du bist immer gegen Mauern gerannt, du wusstest gar nicht, woran du bist und. Aber ich sag mal so, ich sehe, was hier gewesen ist. Stillstände, Bürde, Last, viel getan, viel gemacht, ja, und irgendwo bist gegen Mauern gerannt, ja. Das war anstrengend, das war sehr anstrengend, sag ich mal so. Aber hier kommt irgendwo dein Weckruf, ja. Und das kann hier von der sein, der ein bisschen Geduld hat und auf dich zukommt. Und vielleicht kennst du diesen Menschen, das ist vollkommen egal, ja. Oder es ist ein neuer Mensch. Und ich weiß nicht, warum ich bei euch Schützen das jedes Mal sage. Weil irgendwas kann hier geheilt werden, ja. Das ist jedes Mal dasselbe, ne. Dass irgendwie ihr eure Happy Family wieder kriegt, ne. Vielleicht braucht ihr wirklich mal eine Pause. Und hier kommt liebevoll was auf euch zu. Und du wirst deine Happy Family kriegen. Du wirst das alles kriegen, was du dir vorstellst. Hund, Haus, Hof, Familie, Papagei, ja. Noch ein paar Katzen oder irgendwas, ne? Kleine Mäuse. Es ist ein idyllisches Leben, als ob wieder so die Balance in dein Leben kommen soll. Ja, und wisst ihr, ist egal, wer dieser Mensch ist, da kommt ein Mensch auf dich zu und bietet dir alles. Und das fängt klein an und langsam. Das ist dein Weckruf. Dein Weckruf, dich wieder auf was einzulassen und dich wieder zu trauen. Aber vorher brauchst du erstmal, dass du Leidenschaften wieder empfangen kannst. Du hast von was geträumt, aber irgendwie hat es alles stagniert. Du hast Angst gehabt davor, dass dir nochmal was passiert.
Und die Angst geht jetzt. Du transformierst dich hier. Du erkennst was ganz anderes. Das kannst du aber nur, wenn du erstmal für dich wieder Luft holen kannst. Und dann kann alles wieder aufleben in dir. Ist eine schöne Energie. Ist eine schöne Energie. Aber manchmal ist das einfach so, ja. Von den Sternzeichen, ja, du kannst mit Krebs zu tun haben. Was haben wir denn noch? Du kannst auch mit Schützen zu tun haben, wie du. Mit noch mal, ich habe nochmal Krebsenergie, viel Krebsenergie. Dann habe ich Jungfrau, dann habe ich Wassermann, Waage, Zwilling, Krebs, auch ganz schön viel Krebs, ne? Also, ja, und es kann genauso gut in Stier, in Steinbock eine Jungfrau sein oder ein Schütze, ein Löwe oder ein Widder, ja? Aber ich habe hier viel Wasserenergie, das muss ich dazu sagen. Ihr wisst ja, wer das ist. Mond, Venus, Aszendent. Wir wollen mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Irgendwas brauchst du hier noch. Irgendwas, ich sag mal so, die Leidenschaft kommt wieder. Die Leidenschaft kommt zurück. Ja? Du wirst wieder dich lebendig fühlen und das ist wunderbar. Ja? Na also, du wirst wieder flirten. Gib dir Mühe, große Liebe ist es wert. Folge deiner inneren Führung und lass es wieder zu. Und die Unterkarte war Trennung, ja. Vielleicht musste. Past life, ihr habt das schon früher gekannt. Irgendwie ist das jemand, vielleicht kennst du den oder hast das Gefühl, du kennst den und konntest dir das alles gar nicht vorstellen, ja. Und vielleicht war mal alles so wunderbar und dann ist das wirklich irgendwo, war noch was anderes im Spiel. Und da warst du sehr traurig und hast dich abgelehnt gefühlt, viel gekämpft, viel getan, in Gedanken gefangen, Traurigkeit. Das ändert sich alles. Vielleicht kriegst du auch jetzt serviert, warum das damals so war. Ja? Weil vielleicht bist du nicht nur, da ist nicht der andere nur dran schuld, vielleicht war die Konstellation zu dem Zeitpunkt noch nicht machbar. Ja? Kann ja sein. Aber auch vollkommen egal. Und für den anderen ist es so, dass das ein ganz anderer Mensch sein kann, den du auch immer wieder begegnest und den, wo du das Gefühl hast, den kennst du oder den kennst du wirklich, ne? Und wo noch gar nicht irgendwas begonnen hat, wo du überlegst, ja? Und das ist doch was Schönes. Das ist eine der schönsten Geschichten, Past Life. Und Past Life wird übrigens so lange zusammengeführt, bis das funktioniert, ja? Weil da ist was ganz Besonderes. Und dann habe ich Verspieltheit. Ja, das wird so ein bisschen romantisch werden. Also wenn du es mit Wasser zu tun hast, viele Wasser, dann wird das sehr romantisch werden. Und dann kriegst du deine Verspieltheit wieder. Und das ist doch schön. Und darauf solltest du dich freuen, ja? Also deine Leidenschaft wird wieder geweckt. Und ist das nicht schön? Und deine Träume, ja? Wir gucken mal, was die kleinen Herzorakel zu euch sagen. Was sagen die huchkleinen Herzorakel? Das reicht. Schon wieder Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Und du wirst lachen, du wirst wieder strahlen, ja? Du wirst diese Leichtigkeit wieder spüren. Und das sieht man schon hier unten. Und freu dich darauf, ja? Das wirst du. Riskante Versuchung. Ja, wenn du ihn schon kennst, kann es sein. Aber die andere Seite ist, vielleicht sollte man miteinander sprechen. Oder sollte man miteinander verreisen. Und sollte Unternehmungen machen. Ne? Ja, dann kann man viel besser reden als am Tisch. Also spazieren gehen, in der Natur sein oder so. Und dann wirklich auch mal zuhören, ja. Und mal dich auch reflektieren. Weißt du, wenn man so Hektik hat und so viel zu tun hat und bei dir ballert ganz schön viel ein, ja, auch im normalen Leben, dann ist das ganz einfach so, dass du da gar keinen klaren Kopf hast, ne. Wenn du früh Auto fährst, ist es auch riskant. Denk da dran, ja. Ah ja, Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Mach mal so. Ja, kann passieren, ne? Aber lass es doch einfach mal zu. Lass es doch mal fließen, ja? Lass es einfach mal. Und dann kannst du entscheiden, was haben wir vorhin gesagt, deine Intuition. Was sagt deine Intuition? Fühlst du dich gut dabei oder nicht? Und wenn du dich gut dabei fühlst, ja, dann lass es fließen. Das ist nun mal so. Ist aber eine schöne Energie. Ja, Träume werden wahr. Ja, deine Leidenschaft. Du wirst wieder, ja, das innere Feuer kommt hervor. Und das ist wunderbar. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was sagen die heute. Ich bin auch schon ganz. Was ist das? Das ist das Krafttierorakel. Und ich wollte mal wissen, was für ein Krafttier ihr habt. Rabe, die Kraft der Magie. Na also, Magie, Träume werden wahr. Glaube daran. Hohe Intelligenz, Verschwiegenheit. Aha.
hellseherisch heilende Kräfte. Ja, du wirst heilen. Das ist so, als ob du es erkennst, wenn ein Mensch vor dir steht und du diese Leidenschaft, diese Liebe und diese Lebendigkeit wieder fühlst. Und das ist wunderbar. Meine lieben Schützen, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, ein Abo und wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao!